German ist heute aus Berlin-Schöneweide und ich treffe Rummelsnuff, eine Koryphäe der Berliner Techno-Szene und Erfinder derber Strohmusik. Und ich habe die leise Befürchtung, dass es heute ein sehr sportlicher Tag werden wird, denn Rummelsnuff hat mir gesagt, ich soll Schwimmsachen mitbringen und Sportsachen. Na dann mal los. Rummelsnuff? Ah. Hallo. Na dann. Ich bin Claire. Ganz pünktlich. Guten Tag. Ja. Ja. Kalte Finger hast du. Ja, sehr. Mach mich sofort warm. Sofort warm. Ja, ich hab dir schon dein Aufwärmgewicht aufgelegt. Okay, super. Ich habe meine Sportsachen dabei. Ach so, ja. Na klar, du musst dich ja... Du, vielleicht kann ich mich hier irgendwo umziehen? Natürlich. Langsam runter. Du hast... Lachen, solange dein Bruder bei dir ist. Willst du schon wieder weiter, ja? Ein ja, warum Mädel. Nicht? Hey, 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 ho, ho, ho. Hey, 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 ho, ho, ho. Man kennt dich ja auch als Türsteher im Berghain. Wie viele Jahre machst du das schon? Genau genommen seit einem Gastspiel im selben Hause. Im Jahre 2007, kurz danach, war nämlich eine Stelle frei geworden da für einen Türsteher. Der war damals noch nicht so gut unterwegs. Also hatte vielleicht pro Monat ein Konzert, wenn es hochkommt. Ja. Und brauchte durchaus noch ein bisschen was zum... Ja, und hab das dann für ein paar Jahre gemacht noch. Fragen sich ja, glaube ich, viele Partygänger, auch Partytouristen, wie komme ich ins Berghain rein? Man sagt ja auch irgendwie so, die schwierigste, die strengste Türe, zumindest Berlins, wenn nicht der ganzen Welt. Berghain darf zum Glück alles sein und jeder darf nach seiner Fassung glücklich werden. Und ja. Also wenn man da natürlich daraus sich wieder Kriterien ergeben, dass eben nicht jeder, das sieht man vorher, wer da vielleicht eventuell nicht klar käme mit dem, was er dann drinnen sehen würde. So, und was ist jetzt der nächste Programmpunkt? Nach dem Schwitzen erfrischen, klar. Duschen, schwimmen. Vielleicht. Auf geht's in Rummelsnuffs Wohnmobil. Der Captain will mir seine Lieblingsbadestelle zeigen. Aber baden bei der Kälte? Wir fahren jetzt an die sogenannte Müggelspree. Teil der Spree um den Müggelsee rum. Das ist eine gute Stelle, um schwimmen zu gehen, weil das Wasser da auch meiner Meinung nach ist das ja schon allein, weil da, wo wir jetzt hinfahren, da keine Schiffe fahren. Aber eigentlich liegt es mehr so an der Stille des Ortes, wie ich mir den ausgewählt habe, da öfter zu sein. Der Captain nimmt dich mit, der Teil die Welt mit dir. Bis ganz. Wow, hier ist ja richtig schön. Ist es da tief? Nee, oder? Erstmal nicht. Was meinst du, wie kalt ist es? Die Nächte sind kalt, also es kann schon sein, dass es in Richtung Null geht, langsam. Wie gehst du rein? Einfach mit Badehose? Ich kann eine Badehose anziehen, klar, warum nicht? Achso, wolltest du nackig oder was? Du dir keinen Zwang an. Du kannst ja so wie du immer, ich glaube, ich ziehe mir einen Neoprenanzug an. Gut. Ja, gut. Okay. Fertig. Das ist aber ein Riesen-Bikini. Ja, das ist mein Winter-Bikini. Die herzschonende Variante, ja. Schön vorsichtig, behutsam abkühlen. Okay. Vorsichtig und behutsam. Mhm. Komm. Die Sonne scheint. Oh Gott, da. Der Captain macht mir einen Tee. Eier? Ich esse tatsächlich am liebsten Ei zum Frühstück. Siehst du? Das sieht schon echt gut aus. Ja, da kommt dann noch frischer Knoblauch drauf, frisch gepresst aufs Eigelb. Der Knoblauch senkt ja das Cholesterin, was im Ei enthalten ist. Nach dem ganzen Training und dem ganzen Schwimmen kann man auch mal zwei Ei essen. Zum Wohl. Reines Mett und Speck vom Schwein, die Würzmischung bleibt streng geheim. Jetzt haben wir fertig gegessen. Der Tee ist auch schon fast alle. Du brauchst was zu trinken, sonst dehydrierst du. Heimat. Ja. Die Bierfabrik Berlin. Und du kennst die Leute von der Bierfabrik? Ja,
Das sind große Freunde des Schaffens von Captain Rummelsnuff. Und der Captain Rummelsnuff wurde großer Freund der Braukunst. Rummelsnuff möchte mir unbedingt die Bierfabrik zeigen. Also machen wir uns auf den Weg in Richtung Marzahn. Hallo. Hi, ich bin Sebastian. Schön, dass du da seid. Claire, hi. Hi, dein erstes selbstgebrautes, was? Ja, ich bin auch ein bisschen nervös. Wir sind jetzt hier im Keller unter der Bierfabrik quasi. Hier ist unser Rohstoff- und Fasslager. Hier, das ist jetzt in dem Fall Pilsener Malz. Sehr stärkehaltig. Kaust du drauf rum? Mhm. Das kann man sehr gut essen. Gibt es in manchen Lokalen, steht das in Schalen auf den Tischen. Ja. Echt? Das schmeckt voll gut. Ist das gesund eigentlich? Ja, super gesund. Das sind halt hier noch ganze Körner und die müssen jetzt hier drin geschrotet werden. Und das, was gerade jetzt noch ganze Körner waren, sieht jetzt dann quasi so aus. Wir haben also gerade jetzt Malz gesehen und für ein vernünftiges Bier brauchen wir auch Hopfen. Jeweils 365 Gramm von. Es riecht auf jeden Fall interessant. 230? Okay, ich hab's um 3 Gramm verfehlt. Hallo. Hallo, Julian. Hallo. Wir sind jetzt schon im Endstadium des Brautages. Im zweiten Schritt im Läutern haben wir die ganze Gerste in diesem Behälter. Das muss jetzt da raus. Okay, soll ich mal ein bisschen schaufeln? Ja. Ich hol da was raus. So. Danke. Oh, das geht. Easy. Bist du so hochkommst. Oh Gott. Wie viel Liter Bier produziert ihr hier am Tag? Ja, wir brauen zweimal die Woche pro Sud 1000 Liter. Jetzt kocht das noch eine halbe Stunde, bevor wir es in den Gärtank pumpen und die Hefe dazukommen. Ja, ihr habt uns heute hier auf dem Gelände der Alten Börse besucht. Hier kann man auch bei uns in der Brauerei jeden Tag so von 13 bis 16 Uhr vorbeikommen. Einfach mal ein bisschen einen Blick in die Brauerei werfen oder ein Bier kaufen, Bier mit uns verkosten. Ganz wie ihr wollt. Das war ein wunderschöner Tag. Wie lassen wir den ausklingen? Natürlich in einer lauschigen Bar. Ja? Mhm. Du hast dir ja schon was ausgesucht, das ist oder? Geradezu ein lauschiges Nest. Und zwar das Kumpelnest. Ja, wir sind schon da. Hier treffen wir auch den Mart, oder? Und die Lola. Guten Tag. Hallo. Hallo. Vielen, vielen Dank. Lola. Hey. Freue ich mich. Einen schönen guten Tag. Hi. Schön, dich endlich kennenzulernen. Danke. Ja, super. Kumpelnest 3000. Das ist es also. So viel schon gehört. Das war hier früher mal ein ehemaliger Puff. Und vor 28 Jahren hat sich dann jemand überlegt, eine Bar draus zu machen. Du bist die Gesangsstimme, hat mir Ich bin der Tenor. Der Captain ist der Bass, ich bin der Tenor. Ich singe nicht, aber ich habe in dem Video Salzig schmeckt der Wind mitgemacht. Salzig schmeckt der Wind, hol die Buddel aus dem Spind und auch dein Akkordeon. Singen wir Lieder auf das Meer, auf die Liebe bitte sehr, doch fallen darauf nie wieder rein. Nein! Jawohl, jawohl. Das war wirklich schön mit dir. Ich habe ein bisschen Tränchen in den Augen, aber... Oh, wer macht dir jetzt seine Knoblaucheier? Das stimmt. Du, für ein Knoblauchei komme ich nochmal vorbei nach dir. Okay? Captain, vielen, vielen Dank. Ja, dieser Tag hatte auf jeden Fall sehr viel Salz in der Luft. Ich gehe mir jetzt eine Kreuzfahrt buchen und sage gute Nacht und Ahoi. So, ein Schiff-Taxi bitte.